Ich zeige beim Gallery Weekend meine neue Arbeit Splitter in der Galerie Schiefe Zähne. Es ist eine Videoinstallation, die sehr soundlastig ist. Und das ist auch das, was passiert, wenn man die Ausstellung besucht. Dann erfährt man den Klang und sieht das Bild. Und im Video selber ist eine Figur zu sehen. Als ich angefangen habe zu überlegen, was ich machen möchte oder wohin das Video geht, war ich doch ziemlich auf der Suche und gleichzeitig auch ein wenig verloren, weil gerade das Erdbeben passiert ist in Syrien und der Türkei. Und ich dachte dann, okay, was möchte ich eigentlich machen? Und habe dann an Jan Nosser gedacht und dann war es ganz klar. Wir haben rumexperimentiert mit unterschiedlichen Requisiten und dann tauchte dieser Gegenstand auf, den Theresa George, die als Co-Regisseurin dabei war, schnell gebastelt hatte mit einer Folie und einem Spiegel. So sind dann diese Reflexionen und das Gelb ins Bild gekommen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich gedacht habe, das Gelb ist auch irgendwo das Licht, die Sonne und das Leben und die Figur im Video ist so lebendig und so da, dass es einen fast schon schlägt.